Guten Morgen, es ist soweit, der Tantra-Videokurs ist downloadbar, er ist kaufbar und ich bin sehr stolz und auch sehr glücklich darüber, dass das Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, Digistore, dass die sich den Tantra-Kurs auch mal angeschaut haben und genau gesehen haben, dass dieser Kurs eben nicht pornografisch ist, sondern wahrscheinlich sogar FSK 12 und von daher, ja, kein Problem. Meine Stimme ist nicht gerade die beste. Ich hatte die letzten beiden Tage bei der Revolution jeweils ganz spontan einen Vortrag gehalten vor vielen Menschen und das Video kommt dazu noch, der Vortrag, das Video zur Revolution und natürlich auch der Wanderung. Da sage ich am Ende des Videos auch nochmal was. Die Menschen warten ja auf die Wanderungsvideos und ich bin gerade wieder rein und ja, aber alles Step by Step. Also zum einen, ja, das Video, mein Online-Tantra-Kurs, den ich gemacht habe, der wurde ja von vielen Plattformen erstmal einfach nur Tantra abgelehnt, pornografisch. Und wie gesagt, Digistore lobt dann nochmal an Digistore, haben sich den angeschaut und es gibt ja diese Kriterien von der freiwilligen Selbstkontrolle, wo es darum geht, wie man den Kurs dann einschätzen sollte oder könnte. Und drei große Kriterien, es kommt immer auf den Kontext drauf an, es gibt nicht so ganz klare Richtlinien, es kommt auf den Kontext drauf an. Aber ganz wichtig ist zum einen, dass die dargestellte Sexualität immer ein Akt der Liebe ist zwischen zwei gleichberechtigten Menschen und dass da nicht in irgendeiner Form Gewalt oder Unterdrückung eine Rolle spielt. Und das natürlich, weil das hat der Videokurs sowieso gegeben, dann auch, dass es nicht, also Sexualität nicht ein Instrument der Triebbefriedigung ist, sondern dass die dargestellte Sexualität eben mehr ist. Eben auch Liebe und beim Tantra-Kurs so viel mehr. Beim Tantra-Kurs geht es auch um einen energetischen Ausgleich. Es geht darum, seine Mitte zu finden. Es geht darum, gemeinsam zu schwingen. Das ist etwas Spirituelles. Und ja, und sexuelle Befriedigung kann sein, muss nicht sein. Und von daher ist auch das überhaupt ja kein Grund, das als pornografisch einzuordnen. Und dann gibt es noch den Punkt Großaufnahmen der Vagina. Das war auch wieder alles im Kontext. Wenn man zum Beispiel die Schamlippen entfernt, diese Operation macht oder irgendetwas anderes, dann muss man das ja auch dann Großaufnahme filmen. Aber aus diesem Grund habe ich mit Digistore beschlossen, dass wir diesen Kurs, also dass wir diese Großaufnahmen zwar belassen, aber einen Schleier drum legen. Das heißt, es ist nicht gestochen scharf, die einzelne Schamlippe genau zu sehen, wie auf dem Originalvideo, sondern es ist tatsächlich ein Schleier drüber gelegt, nicht verpixelt oder irgendwie sowas Krasses, was das Video und auch die Stimmung im Video irgendwie, was einen dann befremdlich ist, sondern es ist wie so ein Schleier. Und ja, so dass man dann halt das primäre Geschlechtsmerkmal der Frau, die Vagina, nicht im Detail sieht. Aber es macht dem Kurs keinen Abbruch. Zum einen, es sind ja 12 große Themen und ein Thema, das letzte, ist halt eben die Vagina und alles andere, die 11 Themen sind natürlich, ja, dann ja, ohne die Großaufnahme der Vagina. Und auch in dem 12. Teil sozusagen die Massage, die Stimulation der Vagina, die ist ja auch mit diesem Schleier wunderbar zu erkennen, weil das, was gemacht wird, wird ja zeitgleich, der Tantra-Videokurs ist ja nochmal vertont worden und erklärt worden, was ist. Und ich nehme die Hand auch sozusagen ja auch raus aus der Vagina und deute an, was ich innen mache, weil man es ja sowieso nicht sieht, wenn man in der Vagina drin ist. Und genau, also von daher ja, habe ich jetzt eine Lösung gefunden. Auch glücklicherweise jemand, der den Kurs anbietet, der auch das ganze Rechtliche da macht, Zahlungsabwicklung und so weiter. Und ich hätte die Möglichkeit gehabt, das über auch 2-3 andere noch zu machen, aber da ist halt der Kontext und das Umfeld einfach wirklich tatsächlich Erotik, Pornografie und der Tantra-Videokurs hat in dem Sinne ja viel mehr, als dass es etwas Erotisches ist und das wollte ich einfach nicht. Und ja, deswegen bin ich froh. Den Link zum Tantra-Videokurs findet ihr unten. Ich möchte dazu trotzdem noch ein paar Sachen sagen, weil es mir ganz wichtig ist, bevor ihr euch irgendetwas kauft, deswegen mache ich auch die Rezension, auch die Buchrezension, dass ihr genau wisst, was ihr kauft. Zum einen gebe ich euch auch eine Vorschau. Das heißt, ihr könnt bei der Seite, habt ihr euch unten, also auf meiner Homepage, habt ihr auch mal so einen Eindruck, wie das abläuft, der Tantra-Videokurs. Und das habe ich so gemacht, dass ihr den Übergang zu einer neuen Lektion, es sind insgesamt, glaube ich, 49 Lektionen
wovon nur eine, und das ist auch mir ganz wichtig zu sagen, weil ich habe ja vorher im Vorfeld auch recherchiert, was es für Tantra-Videokurse gibt. Gibt es überhaupt Tantra-Videokurse? Es gibt eine DVD und es gibt zwei, ja, sehr unvollständige Kurse und auch komisch mit dem Schnitt. Und also es gibt ja im Endeffekt nicht wirklich was. Im englischsprachigen Raum sieht das ein bisschen anders aus. Aber es ist tatsächlich nur eine Theorielektion, das ist die erste, wo ich rede, wo ich zu sehen bin. Also mit Gesicht und allen, ich bin immer überall zu sehen, aber das, ja, ich konzentriere mich dann auf die Massage und rede nicht zu euch. Und ja, und alle anderen 48 Lektionen sind dann tatsächlich einfach Praxis. Einfach Praxis. Und ich habe das auch so gestaltet, ich hatte am Anfang bei Udemy, bei Teachable, kann man das alles so hochladen, dass man Lektion 1, der Rücken, und dann Unterlektion, Lektion 1a, dann die verschiedenen Bestandteile, 5 oder 6, je nachdem, Unterlektion, wie man die Massagen dann durchführt, und so ein Baumsystem. Und dann habe ich überlegt, was ist praktisch relevant? Ich habe angefangen nachzudenken, das, was ich euch auch immer wieder an die Hand geben möchte, dass man darüber nachdenkt, was man tut. Und da finde ich es einfach viel sinnvoller für mich persönlich, wenn ich ein Video habe, wo ich das hintereinander anschauen kann, wo ich nicht immer irgendwas neu anklicken muss. Und wichtig dabei ist natürlich im Video, dass man immer sieht, in welchem Kapitel man gerade ist, und das ist dann auch immer eingeblendet. Und in der Vorschau seht ihr auch eben, wie so eine Überblendung funktioniert von einem Kapitel in die andere. Das ist dann halt einfach, das graut sich dann so ein, und dann kommt dann die neue Überschrift, Kapitel 3.1 oder 10.4, was auch immer. Und dann kommt das, was man dann lernt. Ich tue das auch wiederholt darstellen, auch die Länge, wie oft ihr das macht, das sage ich alles nochmal im Videokurs, das könnt ihr für euch selber entscheiden, wie sich das gut anfühlt. Ihr müsst auch nicht immer die ganze Tantra-Massage machen, ihr könnt spezielle Teile machen. Das ist ganz oft so, dass wenn ich im Sommer irgendwo bin und jemand sagt, oh, mir tun die Füße weh oder fühle mich gerade nicht so gut, und sage ich, hey, soll ich den Rücken massieren, soll ich den Bauch massieren, soll ich dir die Brüste massieren, soll ich dir die Füße massieren, die Hände, was auch immer. Gut, die Vagina, soll ich dir die Vagina massieren, kommt vielleicht nicht so gut, aber halt generell. Und dann kann man so die Tantra-Massage, die ja nicht nur eine Massage der erogenen Zone ist, beziehungsweise ja schon, aber nicht auf die erogenen Zonen, Brüste und Vagina beschränkt ist, sondern auf den gesamten Körper. Und es ist eine sinnliche, ein energetischer Austausch, eine sinnliche Massage. Und man kann Hände, vor allem Hände, man kann Füße, man kann alles sinnlich massieren. Und das auch nochmal im Vorfeld, also das ist jetzt keine 49 Lektionen, wie man irgendjemanden zum Orgasmus bringt, ne? Das ist ein energetischer Ausgleich. Ganz, ganz wichtig. Und die Datei habe ich bei Digistore hochgeladen. Das heißt, die hosten diese Datei für mich. Das ist eine sehr große Datei, das sage ich auch dazu. Das ist, also unter 2 GB ist die Datei zwar, aber ich glaube auch über 1 GB. Müsst ihr sehen, also ist sehr, sehr viel runterzuladen. Das ist aber in einer Datei. Auch das war mir wichtig, weil nicht jeder kann mit HJ-Split arbeiten, mit verschiedenen Programmen, sondern ich möchte, dass man die Datei runterladen kann und dann ganz bequem schauen kann. Und dann habe ich auch darauf geachtet, dass das Format ein Format ist, was sowohl auf seinem iPad, was auf dem iPhone, was auf dem Android und auch was natürlich auf dem Computer abspielbar ist. Und dann habe ich das MP4-Format gewählt, das, was ihr auch auf YouTube seht, das ist auch MP4. Und ja, das heißt, ihr könnt die Datei runterladen und dann auf jedem Gerät, das auch ja, kein Kopierschutz dran. Das heißt, ihr könnt sie auf jedem Gerät, was ihr habt, ja, überspielen und, ja, euch, ja, anschauen dann. Lizenzschlüssel gibt es. Das heißt, ihr bekommt auch eine Lizenz. Auch, dass ich mich rechtlich dann absichern kann, dass das nicht weitergegeben wird. Aber, wie gesagt, ihr könnt bei euch das im privaten Raum auf alle möglichen Geräte überspielen. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Genau, das technisch. So, was gibt's noch zu sagen zum Tantra-Kurs? Warum ich das gemacht habe, das hatte ich schon gesagt, weil es das einfach noch nicht gibt in Deutschland. Es gibt noch keinen deutschen Tantra-Kurs, der von A bis Z einfach mal so eine komplette Tantra-Massage klar artikuliert und auch im Wesen des Tantras, ja, gerecht wird. Dass es eben keine korrekte Abfolge ist wie bei einer medizinischen Massage, sondern dass es da vor allem darum geht, die beiden unterschiedlichen Energiesysteme
die unterschiedlichen Auren oder wie auch das mal ausdrücken möchtet, von den beiden Menschen ja in Einklang zu bringen und dass man sich gemeinsam in neue Höhenflüge begeben kann. Und das ist ja auch der Sinn, oder warum sollte man überhaupt diesen Tantra-Kurs denn kaufen? Ja, es geht einfach darum, dass man seine Partnerschaft ein neues Spielfeld gibt, indem man diese Partnerschaft, indem sich zwei Menschen energetisch aufeinander zubewegen und gleich schwingen. Und das ist wunderschön. Was will man mehr mit, als mit dem Menschen, den man liebt, auch gleich schwingen? Und dadurch, meiner Meinung nach, ist durch den Tantra-Kurs wird jede Partnerschaft geboostet, aber ohne Ende. Also, das ist, da gibt's kein Limit, weil das ist Perfektion. Wenn man gleich schwingt, wenn man sich einfach als eins wahrnimmt, das geht nicht höher und das kann Tantra erreichen. Und ja, man kann durch den Tantra-Kurs auch sein soziales Umfeld erweitern. Ich habe das gemerkt, mein soziales Umfeld ist mittlerweile auch dank YouTube natürlich sehr groß, aber gerade wenn man irgendwo im Park ist oder ja mit anderen Freunden und dann einfach jemanden mal irgendwas massieren kann und dann eben mit dieser Tantra-Massage nicht irgendwas mechanisch kraftvolles oder sonst was, was auch sicherlich sinnvoll ist, aber eben was sehr Sinnliches und was sehr Zärtliches und was sehr Energetisches da kann, dann ist das etwas, was sich sehr, sehr schnell rumspricht. Und ich biete trotzdem keine Tantra-Massage gegen Bezahlung an, sondern ich mache das einfach in meinem Umfeld seit Jahren einfach so, ne? Also das ist einfach, weil mit Geld, klar, das kann als Energieausgleich fungieren, aber es, ja, ist halt nicht meine Welt. Also das dann so, ja okay, ich spiele jetzt einen Tantra-Kurs an für 180 Euro und so. Natürlich könnt ihr, wenn ihr einen Tantra-Kurs habt, könnt ihr das natürlich für euch wiederum, wenn ihr vielleicht auch andere Massagen anbietet, den Tantra-Kurs, also beziehungsweise das, die Tantra-Massage mit anbieten. Ihr könnt vielleicht Lomi Lomi, ihr könnt die ayurvedische Abhyanga, ihr könnt verschiedene Massagen und dann sagt ihr, ich kann auch eine Tantra-Massage anbieten. Ihr könnt dann auch sagen, ohne Geschlechtsteil, weil viele, die sich massieren lassen, die decken das ja dann ab oder so und all solche Sachen. Das könnt ihr dann natürlich mit in eurem Repertoire aufnehmen. Aber da muss ich natürlich sagen, ihr bekommt kein Zertifikat. Warum? Weil ich auch nicht rein rechtlich in der Lage bin, Zertifikate zu verteilen. Ich habe das selber auch nur aus Tantra-Kursen gelernt, aber nicht ein Zertifikat irgendwie bekommen. Oder also zwar ein Zertifikat im Sinne von, du kannst Tantra, aber nicht, dass ich andere irgendwie ausbilden kann. Das ist auch total nicht notwendig. Ihr kennt meine Einstellung zu Zetteln und zu Diplom und so weiter. Ich tue auch nicht jedes Video im Tram, ich bin Diplom-Betriebswirt und kann das und das, so, sondern das ist alles nur, irgendein Diplom ist reine Reproduktion von Wissen. Man kann einen Tantra-Kurs abgeschlossen haben, man kann Ausbilder sein und trotzdem keine Ahnung von Tantra haben, weil man es nur theoretisch weiß, aber nicht praktisch anwenden kann. Das heißt, es gibt kein Zertifikat, ihr könnt es einfach nur. Genau. Und Tantra dient auch dazu, auch seine eigene Mitte zu finden, weil man aufhört zu denken, sondern weil man in der Bewegung einfach, ja, durch die sehr, sehr intensive sexuelle, erotische Energie, die da fließt, und wenn ihr das so bezeichnen wollt, viele haben ja Angst vor diesen Begriffen, dann nennt es einfach nur Energie. Wenn ihr diese Energie spürt und euch darauf einlässt, dann tariert ihr euch automatisch aus. Ne? Weil da sind solche Schwingungen zwischen den Menschen, dass, ja, dass ihr, wenn ihr nicht gerade voll in Gedanken seid, und das könnt ihr nicht sein, wenn ihr andere, ihr kennt das selber, brauche ich euch nicht zu sagen, oder? Wenn ihr Sexualität lebt und gedankenlos seid, dann schwingt einfach alles und dann fühlt ihr euch gut und dann sprechen Tantra, so eine Tantra-Massage ist wunderbar. Ganz wichtig noch zu erzählen, also ungefähr wie lange das dauert. Also der Tantra-Kurs geht exakt, glaube ich, 90 Minuten, also anderthalb Stunde, wobei ich natürlich jeden Kurs nur so lange durchführe, solange ihr oder der Zuschauer das dann verstanden haben sollte. So, oft auch nicht so komplex, die Griffe und wie man das macht. In der Realität dauert eine Tantra-Massage oder kann eine Tantra-Massage natürlich 5-6 Stunden dauern. Ihr müsst es ja nicht nur alles hintereinander abarbeiten, sondern wenn ihr merkt, der andere schwingt gerade besonders in dem, wenn ihr seinen Finger, das ist ein Punkt, also Fingermassage, da verweilt man teilweise eine halbe Stunde, eine Stunde nur an den Fingern, weil einfach das schwingt einfach. Man merkt das so, weil die Finger, die haben ja auch sehr gute motorische Fähigkeiten und viele reagieren auf die motorischen Fähigkeiten sehr gut. Also sie erkennen die Schwingung des Partners und sie sind nicht so, sag ich mal, auf dem, ja,
auf den nicht sichtbaren gut unterwegs, gerade am Anfang. Da sieht man, wenn die Finger des anderen sich, oder sagen wir so, wenn der Körper sich bewegt und die Atmung, kommt alles noch in dem Tantra-Videokurs auch, wollte ich euch nur gesagt haben, dann kann die Massage natürlich auch über Stunden gehen. Ich zeige nur alles so, dass ihr es jetzt verstanden habt, und dann müsst ihr schauen, wie ihr das dann einbringt. Und es ist ein Riesenfeld, also Tantra-Massage. Und also jeder Mensch ist anders bei unterschiedlichen Energieniveaus, und es ist einfach für mich die eine große Massage. Und für mich gibt es da nichts anderes, was Massage angeht. Ich lasse mich natürlich auch gerne massieren außerhalb der medizinischen Massagen, die mag ich nicht so. Aber gerade im Ayurveda gibt es schöne, entspannende Massagen. Aber eine Massage, wo ganz speziell auch die Lust und die sehr, sehr starke Energie der Sexualität eine Rolle spielt, das ist einfach die Königin der Massagen, meiner Meinung nach. Genau, ja, dann noch zum Preis. Also es sind ja drei Parteien beteiligt in der Preisbildung quasi. Einmal ich natürlich, dann die Person, mit der ich das gemacht habe, und dann natürlich auch noch die Person, die das, oder die Person, das Unternehmen, Digistore, die das Ganze hosten musste, die ganze Abwicklung macht, dafür natürlich auch Geld verlangt. Und ja, und dann habe ich geschaut, was kosten so Tantra-Kurse normal, wenn man sie, es gibt ja Tantra-Kurse, die dann auch gut sind, die es offline gibt, das geht meistens ein Wochenende, und ja, die sind so zwischen 400 und 800 Euro. Und dann gibt es so die Videokurse, also generell, da habe ich mal geguckt, was die Videokurse kosten, und die sind irgendwo zwischen 80 und 160 Euro. Also wenn ihr irgendeinen Videokurs kauft in der Intensität, die sind zwischen 80 und 160 Euro. Und ja, und ich habe natürlich meine Preisvorstellung gehabt. Ich hatte meine Preisvorstellung am Anfang gehabt, das war so bei, ich hatte das in einem War Spirit Circle im Skriptum, also wer noch nicht dabei ist, also ich schreibe jeden Monat oder je nachdem, wie ich mich fühle, sehr persönliche Gedanken, und da ging es auch schon um den Tantra-Videokurs, auch um die Preise, in den War Spirit Circle, das auf warspirit.de gehen, euch dort ja einfach registrieren mit eurer Mail, und dann bekommt ihr auch die Gedanken schon meistens immer viel eher, bevor die dann den Weg auf YouTube finden. Und ja, und meine Gedanken waren so, ja, ich hätte gern irgendwas so zwischen 20 und 45 Euro. So, das war so, das hat sich für mich gut angefühlt. Und ja, und da war es jetzt, musste ich halt ein bisschen schauen, und bin trotzdem recht stolz darauf, dass alle Parteien sozusagen Genüge getan werden kann, weil man, das ist nicht meine Worte, aber die Worte eben der beteiligten Person, man möge sich doch nicht unter Wert verkaufen. Und mir ist es wichtiger, dass jeder den Tantra-Videokurs oder dass jeder Tantra lernen kann, weil dadurch die Welt ein Stück besser wird, als dass ich nur mit diesem Tantra-Videokurs gerade etwas da Geld noch mehr verdiene, als vielleicht mit einem preiswerteren Preis. Wobei es nicht immer gesagt sein muss, dass da teure Preise immer das meiste Geld abschwingt. Naja, mit dieser Argumentation habe ich dann den Preis auf 43,99 € gebracht, und ja, damit sind alle zufrieden, und ich hoffe, damit seid auch ihr zufrieden. Und ja, wie gesagt, ihr könnt euch die Vorschau für den Kurs könnt ihr euch anschauen, und da seht ihr, wie das so alles so abläuft, ob das euch toucht, ob euch das gefällt, und ja, und dann könnt ihr das einfach kaufen, runterladen und viel Freude damit haben. Und ich würde mich total freuen, wie immer, wenn ich irgendetwas schreibe oder jetzt diesen Videokurs, wenn ihr mir ein Feedback geben könntet, weil mir ist es sehr, sehr wichtig, dass die Menschen, die diesen Kurs gekauft haben und diese Energie aufgewendet haben, diesen Kurs zu kaufen, und Geld ist nun mal auch Energie, dass diese mir dann auch sagen, ob sie zufrieden sind, ob sie nicht zufrieden sind, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt. Das würde mir echt viel, viel bedeuten. Und ja, da mir einfach eine Mail schreiben, und ja, dann kann ich das Feedback halt für mich eben auch, ja, wieder beim nächsten Kurs oder alles, was ich mache, dass ich möchte einfach, dass niemand enttäuscht ist, der diesen Kurs dann kauft oder der ein Buch von mir kauft und so weiter. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Ja, der Tantra-Videokurs. Ich habe ihn euch unten verlinkt, bin total stolz. Kommen wir jetzt noch ganz kurz zur Wanderung. Die Wanderung ist vorbei. Das war, mal heftig. Nächsten Tage könnt ihr euch abends eine Tüte Chips, natürlich Möhrenchips, nehmen. Und jeden Abend 21 Uhr gibt es jetzt eine Folge von der Wanderung bis zur Revolution. Also ich war bei der Revolution. Ob ich das mit der Wanderung zur Revolution geschafft habe, wer weiß. Es kommt jetzt wahrscheinlich jeden Abend, vielleicht kommt irgendwann was Aktuelles, da kommt mal einen Tag kein Video, sondern vielleicht noch ein Themenvideo oder Bezug zu was Aktuellem. Und nächste Woche, also diese Woche Samstag, ist übrigens Rohkost Potluck in Leipzig. Wer da Lust hat,
Da geht einfach auf Facebook, 33. Rohkost-Potluck Leipzig und kommt vorbei. Und ansonsten gibt's die nächsten Tage die volle Dröhnung Wanderung, wahrscheinlich. Und, also wie gesagt, eventuell mal ein Tim-Video dazwischen. Und ja, das gibt's Neues von mir. Meine Stimme ist, ja, wie gesagt, nicht die beste. Habe ich schon gesagt, weiß ich gar nicht. Ja, ich hatte bei der Revolution, ich wusste, dass ich am Social-Media-Stand mal ein bisschen rumstehe. Ich wusste aber nicht, dass ich 2 Vorträge zu halten hatte. Und habe dann spontan, ich weiß gar nicht, ob ich das noch hier rumliegen habe, spontan auf so einen Pappteller mir ganz schnell einen Vortrag gemacht zur preisbewussten Ernährung. Und ja, dann 2 Tage jeweils 45 Minuten einen Vortrag gehalten. Und ja, meine Stimme, habe vor sehr vielen Leuten gesprochen und war intensiv. Der Vortrag, der kommt noch, es kommt noch ein Revolutionsvideo, alles kommt jetzt noch in nächster Zeit. Ich bin erstmal jetzt wieder angekommen hier zu Hause und ja, froh, dass der Tantra-Videokurs nun endlich auch ja für euch verfügbar ist und bin glücklich. Ich bin glücklich und wünsche euch einen wunderschönen Tag und wenn ihr irgendwie Fragen noch habt, auch zum Tantra-Videokurs oder irgendwas, dann unten in die Kommentare, ich bin wieder da. Ich kann die Kommentare jetzt auch ein Tick intensiver noch beantworten, als ich es auf Reisen konnte, weil ich teilweise auch kein Netz hatte. Wir haben ja geschlafen an Stellen. Aber die Wanderungsvideos kommen ab morgen, ihr könnt euch freuen. Und Tantra-Videokurs auch fertig und alles ist gut und wunderschönen Tag. Macht's gut, euer Christian.